Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen hier in Barcelona. Ich begrüße Sie zu dieser heutigen Partie. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und heute freuen wir uns auf das Achtelfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. Könnte ein Riesenspiel werden, Buschi. Tja, und die große Frage wird heute sein, können die Gastgeber in die nächste Runde einziehen? Das ist machbar, aber keine leichte Aufgabe bei diesem Gegner. Die Fans hoffen natürlich, dass sie am Ende dieses Hinspiels schon mal jubeln können. Con el 15, Lenglet. Con el 18, Jordi Alba. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barça. Neto steht im Tor. Gerard Piqué spielt neben Longley in der Abwehr. Und vorne sind sie in diesem Spiel heute mit vier Stürmern sehr offensiv. Con el 11, Ousmane. Con el 7, Griezmann. Y con el 14, Philippe Coutinho. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Kurz noch zur taktischen Ausrichtung. Hier sehen wir ein 3-5-2, hinten also die Dreierkette, dann ein 5er Mittelfeld und vorne die beiden Stürmer. Barcelona gehört zu der Handvoll Vereine, die jeden Spieler der Welt haben können. Also wen die wollen, der kommt auch, oder? Ja, also normalerweise kannst du als Spieler nicht Nein sagen, wenn das Angebot kommt. Barça hat Anstoß, es geht los. Nun Lionel Messi. Und jetzt Jordi Alba. Longley hat den Ball. Er passt ihn auf den Flügel. Die Gastgeber sind immer wieder in der Lage. Er spielt den Steilpass. Griezmann. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Da oben, der vorne den Ball. Dembélé. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Heute hängt wieder vieles, wie immer eigentlich, an Lionel Messi. Im Spielaufbau ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist einer für die klugen Pässe. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Weiter gefährlich. Er wirft sich in den Schuss. Da ist er da, es gibt Ecke. Vielleicht können sie diese Ecke jetzt nutzen. Die Fans sind da, der Druck ist im Moment enorm. Kurze Ecke. Eindeutige Rollenverteilung heute. Kann sich Barça eigentlich nur selbst schlagen? Das ist genau richtig ausgedrückt. Also auf dem Papier sind sie klar überlegen. Und wenn sie das nur annähernd auf den Platz bringen, dann müssten sie das Ding gewinnen. Der Ballverlust. Ball ist wieder weg. Nun Lionel Messi. Da kommt der Pass. Und jetzt Coutinho. Jetzt Jordi Alba. Locker vom Torhüter. Der Ball war harmlos. Und nun Messi. Super Tackling. Pass auf den Flügel. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt Messi am Ball. Sie bieten sich an. Coutinho. Jetzt die Möglichkeit. Glanzparade gehalten. Wir hören es. Die Fans hoffen auf die Führung.
eine kurze Ecke. Flanke jetzt zu Piqué. Noch ist die Chance da. Dembélé. Messi. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Vom Barca hätten wir uns, denke ich, alle ein bisschen mehr erwartet. Bis hierhin ist das doch noch sehr ungefährlich. Jordi Alba. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und jetzt Coutinho. Gut verteidigt hier. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Chiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Nein, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Coutinho. Mit dem Ball de Jong. Nun Griezmann. Gut durchgesetzt, gefährlich. Lionel Messi. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie, haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnäuzig. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Nicht überraschend, die Führung von Barca hier. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Wie siehst du Messi bislang? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Coutinho am Ball. Der Ball ist draußen. Da haben sie ihn gut gestört. Schlecht verteidigt. Der geht vorbei. Ball an den langen Pfosten. Erstmal geklärt. Da ist die Flanke ins Zentrum. Vielleicht der Ausgleich. Super Einsatz vom Torhüter. Sie wechseln aus. Ecke kommt. Da können Sie erstmal klären.
Sie stehen jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. So ist dieses Tor gefallen, wir sehen die Flanke und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Erneut so ein hervorragender Pass. Sergi Roberto. Frenkie de Jong. Das ist Busquets. Barca jetzt in der Offensive. Nicht gut verteidigt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ganz energisch. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Flugkopfball und er ist drin. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Und das sieht jetzt nicht gut aus für Barca. Sie liegen hinten. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Schönes Anspiel. Dembélé. Oh, das könnte was werden. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Ecke kommt kurz. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Schöne Aktion. Super Pass, Ball kommt an. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Sie ärgert sich natürlich, dass der Ball nicht drin war, dass das Aluminium im Weg war. Sergio Roberto. Griezmann. Antoine Griezmann. Super Einsatz vom Torhüter. Kurz ausgeführt. Da kommt das hohe Zuspiel für Piqué. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Miralem Pjanic. Das muss es sein. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Den Ball hat er.
Jetzt Piqué. 6 Minuten sind noch zu gehen. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Gut geklärt, das war wichtig. Barcelona droht eine Niederlage, aber das stört die Fans hier im El Libertador überhaupt nicht. Sie glauben weiter an die Wende. Hören Sie sich das mal an. Klasse Pass. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Die Führung soll jetzt verteidigt werden, folgerichtig jetzt der Wechsel. Ansu Fati. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Sergio Roberto. Barcelona drängt nochmal auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Der Vorstoß von Messi. Messi! Er trifft den Pfosten. Die Gäste gewinnen also heute dieses Hinspiel. Das ist der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Durchaus eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel, würde ich mal sagen. Ja, mit einem hauchdünnen Vorsprung gehen sie ins Rückspiel. Haben so ein bisschen die Nase vorn, aber das ist nichts, worauf man sich ausruhen kann. Das weiß natürlich der Trainer und das wird er der Mannschaft weitergeben. Und dann kann es reichen mit dem Weiterkommen.